Schüler der Europaschule Lauchhammer werden im Rahmen einer Projektwoche vom 29.04. bis 3.05.2024 zu Zirkusstars. Der Projektzirkus Simsalabim gastiert samt Zirkuszelt eine Woche auf dem Schulhof der Grundschule. Artisten mit 15-jähriger Erfahrung bereiten die Schüler in verschiedenen Projektgruppen auf ihren eigenen großen Zirkusauftritt vor. Mit Akrobatik, Zauberei oder verschiedensten Tierdarbietungen werden individuelle Fähigkeiten eines jeden Einzelnen gefördert und oft erstaunliche Talente entdeckt. Ja, für uns ist natürlich wichtig, dass wir den Kindern einfach vermitteln, was der Zirkus mit sich bringt. Das ist einfach nur, dass man nur mit Fleiß, mit Disziplin, mit der Zusammenarbeit an sein Ziel kommt. Und da sind wir eigentlich das beste Beispiel für. Natürlich hat man es heute wieder gesehen bei der Einteilung, dass die Kinder am meisten mit den Tieren arbeiten wollen. Ne? Wenn wir fragen, wer mit den Hunden arbeiten will, die geht über die Hälfte der Arme hoch. Die wollen alle mit den Hunden, mit den Ziegen oder mit den Tauben arbeiten. Das sind so die Favoriten. Der Projektzirkus Simsalabim kommt aus Herzberg und tourt mit seinem Konzept durch ganz Deutschland. In Südbrandenburg ist die Europaschule Lauchhammer in diesem Jahr die erste Station. Finanziert wird das Projekt durch die Stadt Lauchhammer, den Förderverein der Europaschule und Elternbeiträge. Am 2. und 3. Mai 2024 jeweils um 17 Uhr heißt es dann Manege frei für die Schüler der Europaschule Lauchhammer.